Kippt der oberste Gerichtshof in den USA Obamacare? Die Gesundheitsreform des früheren Präsidenten Barack Obama soll etwa 20 Millionen US-Bürgern den Zugang zu einer Krankenversicherung ermöglichen. Die Trump-Regierung bekämpft die Reform seit Jahren. Und mit der Ernennung von 3 konservativen Richtern am Supreme Court schien das Vorhaben in greifbare Nähe zu rücken. Am Dienstag kommen die Verfassungsrichter zu einer Anhörung zu dem Thema zusammen. Befürworter von Obamacare bringen sich vor dem Gebäude in Washington in Stellung. Wir werden die Reform verteidigen und wir werden uns für Gesundheitsversorgung für alle einsetzen, für Gesundheitsversorgung als Menschenrecht, denn wir wissen, dass die Leute am obersten Gerichtshof von Republikanern ernannt werden und dass sie versuchen, den Schwächsten in diesem Land ihre Gesundheitsversorgung wegzunehmen und damit die Möglichkeit, in diesem Land zu überleben. Besonders umstritten ist die Strafzahlung, wenn ein Bürger die Krankenversicherung nicht abschließt. Dieses Reformelement wurde aber inzwischen zurückgezogen. 2012 hatte der oberste Gerichtshof knapp entschieden, dass die Reform verfassungskonform sei, denn die Strafzahlung könne als eine Art Steuer verstanden werden. 2017 strichen Trumps Republikaner aber die Strafzahlung, die bei Nichtabschluss einer Krankenversicherung droht. In der Folge argumentierten mehrere republikanisch geführte Bundesstaaten, nun sei die gesamte Versicherungspflicht verfassungswidrig und damit die Reform hinfällig. Am Dienstag wollte der oberste US-Verfassungsrichter John Roberts dieser Argumentation allerdings nicht folgen. Ebenso wenig der von Trump ernannte Verfassungsrichter Brett Kavanaugh sowie der erzkonservative Verfassungsrichter Samuel Alito, was als hoffnungsvolles Zeichen gewertet werden kann. Denn sollte der oberste Gerichtshof Obamacare komplett streichen, könnten Millionen Menschen ihren Versicherungsschutz verlieren, mitten in der Corona-Pandemie.